Powerplay. Auch wenn über Graz bei der Teampräsentation noch die Sommersonne schien, die eishockeyfreie Zeit ist bald vorbei. Zur Freude aller Fans der Moser Medical Graz 99ers fängt die Spielzeit wieder an. Am 7. September in Innsbruck haben sie die erste Chance, die vergangene Saison, in der man buchstäblich in letzter Sekunde den Einzug in die Playoffs verpasst hat, vergessen zu lassen. Dafür hat man viel getan. Wir haben sicherlich also mit dem Spiel, das wir also jetzt beherzigen, dass unser Trainer es der Mannschaft also beigebracht hat oder neu initiiert hat, haben wir die Grundlage für eine gute neue Saison geliefert. Wir haben auch die Mannschaft in diese Richtung ausgerichtet, neue Spieler verpflichtet, die in der Lage sind, dieses System zu spielen. Ich versuche, jedes Spiel zu gewinnen, gebe 100%, dann sehen wir weiter. 100%, das verlangt auch Coach Mario Richer von seinem Team. Der gebürtige Kanadier hat für diese Saison klar gesteckte Ziele. Ich glaube, wir sind wesentlich erfahrener als Team und sind auch schneller. Demnach werden wir mehr Tore schießen und mit noch mehr Nachdruck spielen. Unser Ziel sind die Playoffs. Dort wollen wir mindestens eine Runde gewinnen, unter die Top 4 in der Liga kommen und wenn möglich den Titel erreichen. Die neue Saison in der Erste Bank Eishockey-Liga kann also kommen. Das Team ist gut vorbereitet, der Verein steht auf einer soliden finanziellen Basis und die Zuschauerzahlen steigen ständig. Trotzdem ist nicht alles eitel Wonne im Grazer Eishockey. Es fehlt an zeitgemäßen Trainings- und Spielstätten und an der öffentlichen Unterstützung. Man sollte hier mal umdenken, welche Sportarten weltweit akzeptiert werden. Und das ist sicherlich Eishockey, wird weltweit mehr akzeptiert als Skifahren. Skifahren interessiert außerhalb der Grenzen Österreichs und der Schweiz und Bayerns vielleicht niemanden mehr. Eishockey ist ein weltweiter Sport, der überall gespielt wird, wo riesengroße Zuschauerzahlen sind. Und da sollte man sinnvoll investieren. Eishockey in Graz. Eine Erfolgsstory, die sicher noch ausbaufähig ist.